So ist das jetzt. Das ist jetzt auf gleichem Level. Richtig, das ist auf gleichem Level. Sollte doch zumindest so sein. Sieht so aus. Dann bastel ich mal hier noch etwas Erde hin. So, so, so. Genau wie da. Zack. Und da kann man eigentlich auch noch etwas Erde hin basteln. So. Genau wie hier. Zack, zack, zack. So, hier vielleicht noch etwas. Da kommt natürlich sowieso keiner mehr hin. Hier, das kann man auch zubauen. Genau wie da. So, lassen wir so. Das passt richtig gut. Hier haben wir noch, hier haben wir noch. Zack und zack. Und so passt das doch schon fast. Fast, naja, ich mach mal hier noch so hin. Na, Maus. Wagst du es dir zu hängen? Das möchte ich nicht hoffen für dich. So, wo haben wir jetzt unsere Hütte? Wir haben da die Kohle. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wo. Ja, ich glaube, unsere Hütte ist direkt darunter. Hier drunter ist unsere Hütte. Wir müssen uns im Prinzip noch etwas Erde hier aufschütten. Oder wie machen wir das? Das ist natürlich die gute Frage. Wie machen wir das? So, wir könnten natürlich erst einmal sagen... Ach, guck einer an. Hier haben wir auch einen schönen kleinen... Moment mal, wir können uns doch von hier aus, vom Wasserfall aus, auch einen Durchgang darüber basteln. Das geht doch bestimmt auch. Natürlich geht das. Da können wir ja hier erst einmal etwas Stein wegnehmen. So. Und dann basteln wir uns einfach von hier drüben aus so eine Brücke nach drüben. Also die drüben im drüben. Da wurde schon immer gern gebaut. So, das bietet sich natürlich noch viel besser an als da ganz oben. Ja, das kommt bestimmt richtig gut. Ist natürlich die Frage hier auf dieser Ebene. Ja, das zimmern wir mal so rüber dann. Das sollte schon passen. Und das machen wir auch mit diesen Stone Bricks. Dann nehmen wir uns mal den ersten Stapel zur Hand. Und probieren uns mal hier an einer kleinen Brücke. Natürlich ohne hinunterzufallen, das wäre schade. So, hier kommt das hin, hier kommt das hin. Hier kommt dann noch ein Stone Brick hin, genau wie hier. Zack, zack. Und zack, da auch. So, und jetzt haben wir uns schon mal eine kleine Brücke hier rüber auf die kleine Insel gebaut. Sieht doch schon richtig cool aus. Hier können wir jetzt nicht runterfallen, das ist nämlich gut. Wir müssen nämlich hier noch die Brücke zu Ende bauen. Wir können nicht mit halbem Arsch alles aufhören. So. Und da kommt auch noch ein Stone Brick rein. Perfekt. Dann sollten wir uns auf jeden Fall auch noch ein Geländer hier dran bauen. Oder etwas in der Art. Hier können wir uns dann eine kleine Treppe nach oben bauen. Oder hier einen Tunnel durch und dann darüber. Das wäre natürlich noch besser. Kann man eigentlich aus Stein, kann man sich da ein Geländer bauen? Oder aus Eisen machen wir hier eins hin? Das ist natürlich die gute Frage. So, ich glaube, wir müssen da rein. Ja, ich glaube, wir müssen noch ein paar Nuancen weiter hier hinein. So zwei, drei Nuancen sollten reichen und dann können wir uns nach unten graben. So, so, so. So. Dass man im Prinzip von hier rauskommt, reicht das? Ah, ich würde sagen, wir machen mal noch eins weiter hinter. Oh. Da ist natürlich schon die Erde draußen. Das sollten wir auf jeden Fall wieder zumachen. So. Und dann nehmen wir halt mal diese Steinwand hier noch weg und dann buddeln wir uns da nach unten. Das passt schon soweit. So, zack, zack. Moment, ich nehme hier doch mal das eine noch weg. Weil ich möchte da gerne eine Steinwand hinhaben. Zumindest hier an diese Stelle. Oder an diese Stelle. Moment, ich gucke nochmal von außen. Wenn ich mich hier runterbohren will, dann sollte ich diese Sache auch noch wegnehmen. So, wir bauen mal diese hier weg.
Und da kommt dann Cleanstone hin. Ach, wir haben bloß zwei. Guck einer an. Naja, egal. Das macht aber nichts. Wir können ja mit Erde erst einmal hier ringsherum zubauen. Da können wir im Prinzip sagen, so, du machst hier zu. Dann machst du hier zu. Und natürlich noch zack, zack hier hoch. Gesprungen. Wie die Waldfee. So, hier noch zu. Da auch noch zu. Machen wir einfach mal zu. Man weiß, wie das dann aussieht. Das frage ich mich natürlich, aber sollte ja nicht so das Problem sein. So, Achtung, nicht runterfallen. Zack, zack. Und da wird auch noch zugemacht. So. Und das wird dann alles mit Cleanstone ausgefüllt, die Wand hier. Genau wie die und die und die und die. So, und das ist erstmal mit Erde versehen. So. Mensch, was meine Stimme jetzt ständig verkackt. So, und hier bauen wir uns jetzt nach unten, würde ich sagen. Ja, hier können wir uns einfach draufstellen, würde ich sagen, und bauen uns dann mal nach unten, auch wenn draufstellen nicht immer eine gute Idee ist. Aber bauen wir uns einfach mal nach unten und schauen mal, ob wir rauskommen in unserem Bunker. Oh, hier haben wir Gravel. Ach, hier haben wir wieder Kobbel. Eieiei, bin ich gespannt, ob wir hier rauskommen an der richtigen Stelle. Ich hoffe es jetzt natürlich. Jetzt haben wir schon Erde. Wieder Kobbel. Ja, wo sind wir jetzt eigentlich? Ich baue mich mal kurz hier nach draußen, weil ich habe irgendwie jetzt nicht gerade so die Peilung hier. Mensch, wo sind wir denn jetzt hier? So, wir sind auf jeden Fall in der Nähe vom... Wah, jetzt kommt hier das Wasser reingeflutet. Ich wusste es doch, wir sind in der Nähe vom Wasserfall. So, hier können wir aber bestimmt rausschwimmen. Hey, ich will hochschwimmen, ich will nicht ersaufen. So. Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, wir sind hier... Das ist Nummer 1. Also 1. Dann haben wir 2, 3, 4, 5. Moment mal. 1, 2 sind das 2. Ja, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wir haben uns 13 nach innen gearbeitet. Da muss ich nochmal schnell rausschwimmen und gucken, ob das so stimmt. Mensch, du dummes Wasser hier. Mitten am Wasserfall haben wir uns rausgegraben. Ist natürlich nicht gerade so prickelnd. Und jetzt wird es auch noch wieder Nacht. Ach, Menno, Menno, Menno. Komm jetzt mal hier rein. Zack, zack. Ab in die gute Behausung, in die gute Stube. Und dann nix wie schlafen. Hops. Und hops. So, ab in die Koje. Und danach muss rausgefunden werden, wo wir hier rauskommen. Hoi, wieder Tag. So, der Wasserfall ist da. Ach, wir müssten irgendwo da versetzt rauskommen. Das ist natürlich... Ah, das ist natürlich nicht ganz so prickelnd. Der Wasserfall ist da. Ja, da müssen wir mal von draußen gucken. So, unsere Wohnung geht im Prinzip... Wie weit geht die dann nach hinten? 1, 2, 3, 4. Ach, ich gehe nochmal kurz reingucken. Ich muss erst mal gucken, wo hier die Wohnung reingeht. Also wie weit die noch nach hinten geht neben dem Fenster. 1, 2, 3, 4. So, da haben wir 4. Dann haben wir von hier draußen vom Fenster aus gesehen, wenn wir mal jetzt hierher gehen. So, da haben wir 1. 2, 3. Das müsste 3 sein, oder? 1, 2, 3, genau. 4. Dann müssen wir nochmal 1, 2, 3. Moment. Mensch, Mensch, Mensch. 1, 2, 3, 4. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 nach hinten. Dann müssen wir nochmal 6 nach hinten. Okay.
Weil ich würde sagen, wir tun einfach unseren Sicherheitsbunker, beziehungsweise die sichere Zuflucht, mal um 6 weiter nach hinten verlagern. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, wir machen es mal sicherheitshalber um 7. So, zack, zack. Dann machen wir den ganzen Bunker hier halt etwas größer. Das ist ja jetzt auch nicht das Problem. Und wir kommen sicher dann hier unten an, von oben. Von unserer kleinen Zugbrücke da, wenn man das so nennen kann. Da kann man auch schöne Verzierungen dann mit einbauen. Dass es wirklich eine Zugbrücke darstellt. So, ich frage mich natürlich, wir müssen doch dann schon weit genug gebuddelt haben. So, jetzt kommen wir natürlich hier raus. Zack, zack, zack. Und da geht es auch noch nach hinten. 2 Stück nehme ich an. 1. Und 2. Genau. Oh, da ist die Spitzhacke im Arsch. Aber wir haben hier noch eine. So, hier, 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 hier. Ach, hier haben wir unseren Gang. Guck einer an. Passt doch. So, da haben wir hier die Kellertür. Ja, das ist jetzt natürlich hier ein bisschen sinnfrei mit der Tür. Genauso wie mit den Bodenplatten, die kann man hier wieder wegholzen. Die braucht keine Sau an dieser Stelle. Hier, das können wir noch alles etwas weiter höher machen. Damit uns nicht die Decke auf den Kopf fällt. So, haben wir gleich. Mache ich erstmal nur 1 weiter nach oben. Das können wir dann immer noch weiter erhöhen. Das ist dann im Prinzip noch möglich. In Minecraft ist ja alles möglich. Da ist ja nicht so, dass mal etwas nicht möglich ist. Das wäre ja Quatsch. So, haben wir das schon mal. Und dann können wir uns schön nach oben buddeln. Beziehungsweise wir haben uns ja schon nach oben gebuddelt. Wir brauchen bloß noch Leitern anbringen. So, und die... Hier, du kommst mal weg. Du Fackel. Und dafür kommt dann eine neue Fackel an diese Stelle. Zack, und die Tür kommt dann hierher an diese Stelle. Genau dahin. Und die Slabs, die kann man auch mal hierher bauen. So, und genau wie hier einen hin. So, das passt doch schon. Da haben wir jetzt das etwas hier ein klein wenig in die Höhe getrieben. Beziehungsweise in die Tiefe. Ist der passendere Ausdruck dafür. So, und können wir eigentlich hier an den Fenster, können wir hier nicht mehr rausmachen. Das ist dann zu tief für die ganze Sache. Aber wir können uns natürlich hier jetzt Leitern anbringen. Und da haben wir noch eine ganze Menge von. Aber ich wollte die eigentlich gerne an dieser Seite hier anbringen. Ah ne, wir können uns die schon da anbringen. Das ist natürlich... Stimmt natürlich, ist natürlich alles Quatsch, was ich schon wieder sage. Zack, zack, da geht es jetzt im Prinzip nach oben. Aua, jetzt bin ich runtergefallen. Scheiße. Hier kann man im Prinzip dann zumachen. So, aber wir müssen ja jetzt hier nicht alles zumachen, das wäre ja Quatsch. Wir schwimmen jetzt mal wieder hier raus, weil ich jetzt gerade reingefallen bin. Muss schwimmen, muss schwimmen. Ach, komm, komm, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. So, das setzen wir jetzt wieder zu, dass der Wasserfall keine Umwege macht. Muss ja nicht unseretwegen Umwege machen und unter unserem Sicherheitsbunker rumfließen. So, dann machen wir hier auch mal zu. Erst einmal mit so einem simplen Block Erde. Und dann basteln wir uns mal hier den Weg nach oben. Gucken, ob die Leitern ausreichen. Aber sollten. Ja, reichen auf jeden Fall aus. Jetzt sind wir hier oben. Und das ist doch perfekt. So, dann gehen wir mal wieder runter. Ich brauche nämlich Cleanies. Dass wir da oben zumachen können. So, hallihallo. Und da sind wir schnell hier in unserer bescheidenen Behausung. Und können wieder alles mit einsammeln, was wir so übrig haben.